Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem kleinen Videoblog. Ich wollte seit Ewigkeit mal wieder einen machen. Jetzt mache ich einen. Den Grund lest ihr wahrscheinlich schon im Titel. Und ich hoffe mal, dass alles funktioniert. Wenn ihr es im Titel lest, dann hat alles funktioniert, weil sonst wäre es ja nicht hochgeladen worden, dieses Video. Und ja, der Grund ist, ich habe jetzt aufgehört mit FIFA 18. Ich habe heute vor ein, zwei Stunden habe ich mein letztes Spiel abgebrochen bei FIFA 18. Ich habe schon die letzte Woche und jetzt auch die letzten Tage, gestern und vorgestern, habe ich halt auch schon drüber nachgedacht, ob ich aufhöre mit FIFA 18. Es ist jetzt der 21.01.2018, also ist noch sehr, sehr viel übrig von der Saison in FIFA 18. Ich habe noch nie vorher aufgehört, oder ich habe noch nie so zeitig aufgehört. Ich meine, ich habe immer irgendwann aufgehört mit dem FIFA-Spielen, weil es dann einfach nicht mehr interessant wurde. Meistens habe ich aufgehört, wenn die Bundesliga, die reale Bundesliga, wenn die halt in die Pause gegangen ist, weil dann hat man halt keine Bundesliga-Informspieler mehr bekommen und dann ist es halt einfach uninteressanter gewesen. Und deswegen habe ich da auch eigentlich immer aufgehört gehabt, aber das ist halt erst im Sommer. Aber ich habe mich jetzt entschieden aufzuhören aus verschiedenen Gründen. Der Hauptgrund ist einfach, dass es mir keinen Spaß mehr macht. Es war mehr so eine Angewohnheit, so ein Zwang zu spielen. Ich habe mich nicht mehr darauf gefreut zu spielen. Klar gab es mal Glücksmomente, wenn man halt ein Spiel geil gespielt hat, wenn man mal ein Spiel gewonnen hat oder so. Aber im Großen und Ganzen hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Es war einfach so eine Art Zwang und Gewohnheit, jedes Wochenende die Weekend League zu spielen. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden aufzuhören. Der Grund, warum es keinen Spaß mehr gemacht hat, war, weil einfach viel mehr Varianz drin ist als in FIFA 17. Man muss viel konzentrierter spielen, es ist viel, viel anstrengender, es gewinnt häufiger das Glück und nicht das Können. Natürlich ist das vor allem dann in den Spielen der Fall, wo man halt nur zum Beispiel leicht der Favorit ist, also der leicht bessere Spieler ist, aber es war jetzt einfach wieder eine Situation, ich habe 1-0 geführt zur ersten Hälfte, es gab 0 Torschüsse vom Gegner der ersten Hälfte, ich hätte auch eigentlich 2-3 Tore mehr machen müssen, hat nicht funktioniert und dann boom, in der zweiten Hälfte gewinnt der Gegner 6-3, also es ist einfach unglaublich, was da abgeht. Und die letzten, ich glaube, 4 Spiele, wo der Gegner der ersten Hälfte 0 Schüsse abgegeben hat, hat er immer in der zweiten Hälfte gewonnen und in 3 von den 4 Spielen habe ich geführt und in 2 von den 3 Spielen, wo ich geführt habe, habe ich 1-0 geführt, also nur knapp, aber ich glaube, ich habe sogar in einem 2-0 geführt und noch verloren. Und ja, es ist, ich merke auch, wie mich das dann immer real einfach runtergezogen hat, wie das so beschissen lief und ich mich immer mehr aufgeregt habe, ich immer mehr Müll gemacht habe im Spiel, ich bin immer schlechter geworden, irgendwelche dummen Grätschen, Frustgrätschen und so weiter. Ja, ich habe immer jetzt gesagt, ich muss jetzt einen Schlussstrich ziehen und dann habe ich mir auch überlegt, ah ja, und noch ein weiterer Grund, warum das alles so scheiße lief und so, ist auch einfach, dass ich weniger Zeit hatte. Ich habe zwar nur 25 Spiele zu machen in der Weekend League am Wochenende, aber trotzdem habe ich meistens so wenig Zeit gehabt, dass ich dann teilweise sonntags noch 18 Spiele oder mehr hatte und die dann teilweise um 7 abends angefangen habe. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Wenn man noch am Montag oder am Donnerstag spielen könnte für die Weekend League, dann wäre es ein bisschen was anderes. Dann wäre vielleicht die Frustration nicht ganz so groß, aber so ist die Frustration so groß und deswegen macht es mir einfach keinen Spaß, ich habe aufgehört. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was wäre denn die Alternative? Ich habe noch Haufen Folgen, also für alle, die FIFA weitersehen wollen, macht euch keine Sorgen. Ich hau jeden Tag ein Video raus und das dauert jetzt noch, ich kann ja mal gucken, wie viel ungefähr ich noch habe. 210 und momentan die aktuellste rausgehauene ist 167, also sagen wir mal 170, also habe ich noch ungefähr 40 Folgen, also wenn ich jeden Tag eine Folge raushaue, dann haben wir noch weit über einen Monat. Vielleicht strecke ich es dann auch und mache nur jeden zweiten Tag eine Folge, ich muss mal gucken, wie ich das dann mache. Ich veröffentliche die Folgen natürlich noch, ihr werdet also das ganze Elend mitbekommen und ich habe darüber nachgedacht, was wäre denn die Alternative, wenn ich aufhöre? Wenn ich aufhören würde mit FIFA zocken, dann hätte ich endlich Zeit, andere Spiele wieder zu spielen. Ich habe ständig schon von verschiedenen Leuten Anfragen bekommen in Skype und auch auf meinem Kanal, private Nachrichten und so weiter, wann ich mal wieder ein anderes Spiel mache, immer nur FIFA ist langweilig, ich kann es auch nachvollziehen. Und dann habe ich mir so gedacht, warum soll ich mich einfach immer zu diesem Scheißspiel zwingen jedes Wochenende, wenn ich doch die Alternative habe und geile Spiele spielen könnte, die mir Spaß machen, wo wir mehr Abwechslung auf dem Kanal haben, wo wir einfach dann auch wieder neuere Spiele sehen. Und genau das mache ich jetzt. Jetzt genau in dem Moment lädt hier die... Ah, okay.
Ich habe mir nämlich die Erweiterungen gekauft von Witcher 3, weil ich mir dachte, du musst jetzt einfach irgendwann endlich mal die Erweiterungen spielen von Witcher 3. Das Spiel war so geil. Ich habe in das Hauptspiel von Witcher 3 habe ich 152 Stunden und 26 Minuten investiert. Muss man sich mal überlegen, ne? Es ist kein endloses Spiel. Ich habe 152 Stunden investiert. Ich glaube, es gibt kein anderes Spiel, abgesehen halt von FIFA, und es ist halt kein endloses Spiel. Ich würde sagen, es gibt kein anderes Spiel, was ich so lange gespielt habe, so intensiv und was von Anfang bis Ende Spaß gemacht hat. Also, man muss sich überlegen, es war ja dann teilweise gar keine Herausforderung. Fast jeder Gegner war easy peasy, war super einfach und es war einfach so geil, das Spiel, dass es scheißegal war. Es hat keine Rolle gespielt. Einfach die Geschichte und alles war so mega cool. Habe ich denn hier so einen roten Fleck? Ich weiß nicht, ob man es sieht im Video. Ich glaube, es ist ein leichter Ausschlag, weil es juckt doch leicht. Genau, deswegen habe ich mir gedacht, du musst dir jetzt mal die Erweiterungen holen. Also habe ich mir die gekauft jetzt. Ich hatte mir die Hauptversion damals bei GOG gekauft und habe dann mir jetzt hier auch die Erweiterung gekauft. Einfach den Expansion Pass, der immer noch recht teuer ist, muss ich sagen. 30 Dollar, also ich hatte einen Euro bezahlt, deswegen 25 Euro hat es gekostet. Finde ich insgesamt recht, also nur auf den Zeitraum betrachtet, finde ich es relativ teuer, weil es halt schon recht alt ist, die Erweiterungen, und es immer noch 30 Euro kostet. Ich habe auch geguckt, wenn ich mir die Erweiterungen einzeln kaufe, komme ich teurer, als wenn ich mir den Expansion Pass kaufe für 25 Euro. Aber nur auf die Zeitspanne betrachtet ist es sehr teuer. Wenn man das betrachtet, was man dafür bekommt, man bekommt für diese 30, 25 Euro bekommt man einmal Heart of Stone, das war die erste Erweiterung. Da wird gesagt, dass es 10 Stunden Spielzeit sind, die dann nochmal extra kommen. Und die zweite Erweiterung hieß Wild Hunt. Nee, Quatsch, Wild Hunt, so hieß die Hauptversion, dritte, drei, Wild Hunt. Nee, Quatsch. Die zweite hieß Blood and Wine und die geht einfach mal 40 Stunden. Also, das ist quasi ein Hauptspiel. Ich meine, welche Spiele heutzutage gehen 40 Stunden? Fast keine. Und damit zahlt man halt, also wenn man es einzeln kaufen würde, weiß ich gar nicht, ob man einzeln bezahlen würde für Wild Hunt, für Blood and Wine. Und so habe ich jetzt quasi 50 Stunden für 25 Euro und neue Spiele kosten mehr als 25 Euro und die meisten neuen Spiele, ich würde sagen 80%, haben keine 50 Stunden Spielzeit, die haben auch keine 40 Stunden Spielzeit, man kann froh sein, wenn man 30 Stunden Spielzeit hat. Und das Geile ist ja, dass das also da steht halt da, dass man so und so viele Stunden hat. Ich glaube, bei Witcher 3 waren es 50 Stunden, die angesetzt sind, oder? Mal gucken, ich gucke nochmal. Steht das hier irgendwo? Witcher 3, Witcher 3, Witcher 3. Übersicht, Hilfe. Ich suche einfach mal Witcher 3 Spielzeit. Okay. Was war denn ich will wissen, was die offizielle Spielzeit war, die angesetzt war. Ich glaube, es waren 50 Stunden. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, wenn ich mich irre, könnt ihr mich gerne korrigieren. Aber ich glaube, die Programmierer bzw. Publisher von dem Spiel, die haben, glaube ich, gesagt, dass das Hauptspiel 50 Stunden dauert. Im Normalfall, so für den Durchschnittsspieler. Und ich habe 152 Stunden investiert. Ich muss natürlich auch dazu sagen, ich habe versucht, wer das Spiel kennt, weiß es ja. Ich habe versucht, jeden einzelnen Punkt auf der Karte, wo irgendein lustiges Ereignis auf uns wartet, habe ich einmal angesteuert und habe es versucht zu lösen. Wenn ich es beim ersten Mal nicht geschafft habe, gab es das ein oder andere Ereignis, da bin ich nochmal zurückgegangen und habe es dann nochmal gelöst. Aber die meisten, die ich nicht beim ersten Mal lösen konnte, die habe ich dann nicht nochmal gemacht. Das muss man auch dazu sagen. Allerdings habe ich fast alle beim ersten Mal geschafft. Und ich habe auch jedes Nebenquest, das sich mir geboten hat, habe ich auch gemacht, weil die Nebenquests waren teilweise besser als Hauptquests in anderen Spielen. Deswegen, ich habe halt wirklich sehr, sehr viel von dem, was die Programmierer da reingebaut haben ins Spiel, habe ich mitgenommen. Und das Geile ist, es werden mir trotzdem nur 41% gelöst angezeigt. Ich habe 152 Stunden investiert, habe jedes Nebenquest, das ich gefunden habe, gemacht, habe die Karte eigentlich komplett aufgedeckt, habe interessante Punkte auf der Karte, wo aber kein extra Symbol angezeigt wurde, bin ich auch hin zu Ruinen oder sowas, wo halt manchmal dann extra Sidequests gewartet haben oder so. Ich habe, wie gesagt, die einzelnen Markierungen alle abgelaufen, habe die fast alle gelöst und habe 41% und habe aber, wie gesagt, dadurch auch 152 Stunden investiert. Also habe das Dreifache von dem geschafft, was die Programmierer angegeben haben. Und die Programmierer geben es meistens schon reichlicher an. Das heißt, wenn man einfach durchrusht, schafft man wahrscheinlich in weniger als 50 Stunden. Als Casual Player natürlich. Und das heißt also, wenn die
sagen, dass Heart of Stone 10 Stunden dauert und das Blood and Wine 40 Stunden dauert, dann rechne ich damit, dass ich bei Heart of Stone 20 Stunden mindestens brauche. Ich finde es irgendwie generell aber merkwürdig, dass dieses Heart of Stone nur 10 Stunden ursprünglich hatte. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Es gibt keine Kritik bei diesem Spiel, das ist grandios. Und ich denke, dass es 20 Stunden braucht und bei Blood and Wine, wenn 40 Stunden eingesetzt sind, gehe ich davon aus, dass ich 100 Stunden brauche. Ich muss aber dazu sagen, ich weiß gar nichts über die Erweiterungen. Natürlich, wie immer, spiele ich blind. Ich weiß also auch nicht, wie es aussieht, ob es neue Gebiete gibt, ob es neue Kartenabschnitte gibt, ob es neue Punkte auf den Karten gibt, wo man unentdeckte Orte hat, wo es Ereignisse gibt, die man lösen kann. Wenn das natürlich nicht so ist, also wenn es nicht neue Karten gibt, wenn es nicht neue Punkte auf der Karte gibt, mir fällt gerade ein, ich habe jetzt das eine DLC runtergeladen, dann lade ich mal, das waren aber irgendwelche kostenlosen DLCs, jetzt lade ich mal also ich spiele natürlich zuerst Heart of Stone und dann Blood and Wine. Und jetzt installiere ich mal Heart of Stone, mal gucken, wie viele Megabyte es sind. Ich weiß nicht, ob ich heute noch dazu komme, das zu spielen, aber ich wusste, dass ich das auf jeden Fall als erstes zocken will. Wenn ich jetzt aufhöre mit FIFA und deswegen lade ich das auch runter. 2,5 Gigabyte, okay, also rein theoretischerweise könnte ich das heute noch spielen, mal gucken, ob ich dazu komme. Was wollte ich sagen? Genau, also wenn es nicht so ist, dass es neue Kartenabschnitte gibt und neue unentdeckte Orte, die man erforschen kann, neue Ereignisse, die man lösen kann, dann werde ich wahrscheinlich nicht so viel länger brauchen. Aber selbst wenn es wirklich nur die 50 Stunden wären, 10 Stunden Heart of Stone, 40 Stunden Blood and Wine, ich freue mich super mega drauf. Weil jede einzelne Stunde bei Witcher 3 ist einfach nur mega geil. Und ja, das werde ich auf jeden Fall als erstes zocken. Was ich danach spielen werde, weiß ich noch nicht. Ich werde es auch wahrscheinlich nicht so machen, dass ich parallel spiele, wie ich es früher gemacht habe, dass ich halt, ich habe es ja jetzt auch nicht gemacht, ich habe nur FIFA gezockt, ich werde es jetzt nicht so machen, dass ich parallel mehrere Spiele anfange, weil dafür habe ich halt einfach nicht die Zeit, ich hatte jetzt auch für FIFA nicht die Zeit, ich will mich auf ein Spiel konzentrieren, ich glaube Witcher 3 ist auch so geil, dass es mich so oft, also so oft wieder an den Rechner ziehen wird und ich wahrscheinlich viele freie Minuten dafür investieren werde, das zu spielen, aber ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich mich erstmal nur auf Witcher 3 konzentriere, das durchspiele und mich dann erst das nächste Projekt nehme. Meistens ist es ja so, gerade bei so einem Langspiel, dass ich dann viele Folgen im Voraus bin. Also ich denke, wenn ich es dann durchgespielt habe, werden wahrscheinlich noch 30 bis 50 Folgen auf der Platte sein, die warten, veröffentlicht zu werden, weil ich werde natürlich wieder jeden Tag nur eine Folge veröffentlichen, aber eine Folge FIFA und eine Folge Witcher halt. Und dann wird es dann halt trotzdem so sein, dass wenn noch 50 Folgen wahrscheinlich darauf warten, veröffentlicht zu werden, dass ich schon durch bin und dann fange ich mit dem nächsten Spiel an. Was mir jetzt gerade so im Kopf rumschwirrt, ist zum Beispiel Outlast 2, das Spiel habe ich nämlich schon. Ich habe es auch schon mal angezockt, vielleicht eine Stunde oder so und wollte ein Let's Play draus machen und dann habe ich es auch irgendwie wieder sein lassen, ich weiß nicht wieso. Aber das war glaube ich damals einfach zeittechnisch nicht möglich. Und ist aber auch schon wieder Monate her, also ich habe es mir eigentlich relativ zeitig nach Release geholt, Outlast 2, und das werde ich wahrscheinlich als nächstes zocken, weil da habe ich auch Bock drauf, Outlast 1 war einfach ein sehr geiles Spiel. Dann gibt's The Evil Within 2, OMG, The Evil Within, also Witcher 3, bestes Spiel seines Genres, bestes, also nicht das beste aller Zeiten, das, also das wage ich nicht zu sagen, weil es gibt einfach zu viele unterschiedliche Genres, aber Witcher 3, bestes Spiel seines Genres, also actionbasiertes 3D, teilweise Hack'n'Slay, Open World, Rollenspiel, zum Beispiel Diablo würde ich nicht mit reinrechnen in die gleiche Kategorie wie Witcher 3, aber Witcher 3 ist schon besser als Diablo 3, aber das ist nicht das gleiche Genre. Nur damit ihr mal wisst, was für Genre ich da